Guten Tag, ich heiße Balázs Zsófér. Heute werden wir über Schädel sprechen. Die typische Form des Schädels haben wir schon im Alltagsleben schon vielmals gesehen. Ja, heute werden wir einige Details über Entwicklung auch besprechen. Einige Lebewesen sind nicht ganz genau so aufgebaut wie wir. Diese Lebewesen haben viele Symmetrieachsen. Solche sind zum Beispiel Korallen, die bewegen sich nicht wirklich und die sind nicht sehr aktiv. Einige solche Tiere, die schon zweiseitige Symmetrie haben, können sich durch komplizierte Prozesse sich aktiv bewegen nach vorne. Und das optimal machen zu können, haben sie zwei interessante Phänomene. Einerseits Zephalisation, das bedeutet, dass einige solche Strukturen, die die Nahrungsaufnahme dienen, Rezeptororgane zum Beispiel, sind nach vorne lokalisiert. Und wir haben auch solche Zentren von Neuronen, die vorne zu finden sind, das heißt Zerebralisation. Diese Lebewesen können sich so aktiv bewegen, nach vorne bewegen und so aktiv nach Nahrung suchen. So leben wir auch. Aber wir stehen schon auf zwei Beinen und wir haben nicht ein Exoskeleton wie diese Garnele auf dem Bild, sondern ein sogenanntes Endoskeleton, was aus Knochengewebe besteht. Und hier oben haben wir innerhalb vom Kopf ein Schädel, was knöcherne Kapsel des Gehirns und einige Sinnesorgane ist. So, hier innen haben wir Schädel zu sehen. Als Einführung können wir hier von vorderen Ansicht einigen wichtigen Schädelknochen nennen. Wir haben zwei wichtige Gruppen von Schädelknochen. Einige sind paarig, andere unpaarig zu finden. Solche unpaarige Knochen sind zum Beispiel osfrontale, sphenoidale, ethmoidale, Vomer und Mandibula, die sichtbar sind, osfrontale hier, osphenoidale hier seitlich und im Orbita, osethmoidale sehen wir hier vielleicht nicht so gut, hier median ist osethmoidale zu sehen, Vomer hier unterhalb von osethmoidale. Mandibula sehen wir hier unten, das haben wir schon vielleicht mehrmals gesehen. Und paarige Knochen haben wir hier vorne im Fall von Osnasale zu sehen, Osigomaticum, Jochbein hier seitlich, Maxilla hier und hier und Conhanasalis inferior hier und auf dieser Seite im Nasenhöhle, die sind von vorne zu sehen. Im Seitenaspekt haben wir auch einige schon früher benannte unpaare Schädelknochen zu sehen, Osfrontale hier vorne oben, dann Mandibula hier vorne unten, dann Osoccipitale hier hinten in der Mitte und Osphenoidale sehen wir hier seitlich. Paarige Knochen wie zum Beispiel Osnasale, Maxilla, Oslacrimale, Osethmoidale und Osigomaticum können wir hier auch von der Seite sehen. Wenn wir Schädel von unten beobachten, hier können wir wieder Vomer erkennen, Osphenoidale von unten und Osoccipitale, so die sind unpaarig, und paarige Knochen wie Maxilla, hier zum Beispiel Ospalatinum, Osigomaticum und hier seitlich Ostemporale sind schön zu sehen. Wenn wir diese Knochen irgendwie kategorisieren, dann zuerst brauchen wir eine künstliche Linie zu benutzen. Diese virtuelle Linie kommt schräg von vorne oben nach hinten unten und diese Linie können wir uns so vorstellen, wenn wir Oberrand von Orbita mit Oberrand von äußerer Gehörgang zusammenbinden und was hier oben liegt und das Gehirn umgibt, das heißt Neurokranium und was hier vorne liegt und Orbita, Nasenhöhle, Mundhöhle umgibt, das heißt Viscerokranium. So Neurokranium
ist eine Schutzhülle des Gehirns und Viszerokranium ist knöcherne Grundlage des Gesichts und umgibt auch Sinnesorgane und umfasst Anfangsteile von Atmungstrakt und Verdauungstrakt. Hier können wir einige Details darüber nochmal sehen. Im Fall von Viszerokranium können wir solche Knochen erkennen, die luftgefüllte Hohlräume enthalten, die mit Schleimhaut ausgekleidet sind. Solche Knochen sind die pneumatisierten Knochen, Ostapneumatika, zum Beispiel Maxilla, Osetmoidale oder Ostfrontale enthält solche lufthaltige Räume. Hier können wir lesen, welche Knochenteile zu Viszerokranium gehören, aber diese werde ich jetzt nicht alle auflesen. Was ich betonen wollte, ist hier unten zu sehen. Einige Bücher, wie zum Beispiel Taschenatlas 1, erwähnt auch Osteoideum und Gehörknöchelchen als Schädelknochen. So diese können wir auch erwähnen. Im Fall von Neurokranium haben wir eine ziemlich dicht gepackte Kapsel des Gehirns zu finden, was hier oben zu finden ist. Welche Knochen gehören dazu? Hier können wir diese lesen. Was interessant ist, die sind sogenannte Ossa plana. Planum steht für Ebene oder Fläche. Die enthalten keine luftgefüllte Räume, sondern andere interessante Merkmale. Diese erwähne ich ein wenig später. Sprechen wir über ein wenig von Schädelentwicklung. Zuerst über Neurokranium. Hier können wir im Fall von Neurokranium zwei unterschiedliche Teile von entwicklungsgeschichtlichen Aspekten unterscheiden. Desmales Neurokranium und Chondrales Neurokranium. Desmales Neurokranium bedeutet, dass wir solche Knochenteile hier haben, die durch desmale Ossifikation entstehen. Und im Fall von Chondrales Neurokranium solche Knochenteile, die durch chondrale Verknöcherung entstehen. Solche Knochen, die durch desmale Ossifikation entstehen, nennen wir Deckknochen. Solche haben wir hier oben zu finden. Und solche Knochen, die durch chondrale Ossifikation entstehen, nennen wir Ersatzknochen. Und diese sind hier unten am Schädelbasis zu finden. Einige kompliziert aufgebaute Knochen des Schädels haben solche Teile, die durch desmale und auch solche, die zum Teil chondrale Ossifikation entstehen. Diese sind sogenannte Mischknochen. So wie läuft dieser Vorgang? Schon im 5. oder 6. Entwicklungswoche können wir Mesenchymverdichtung das Gehirn finden und später neben Chorda dorsalis und vor Chorda dorsalis haben wir Knorpelteile zu erkennen. Einige sind lateral von Chorda dorsalis zu finden, diese heißen Paracordalia oder Chondrales Chondrocranium können wir hier erwähnen. Und hier vor Chorda dorsalis haben wir paarige Knochenteile, die Prächordalia heißen. In diesem Fall sprechen wir über Prächordales Chondrocranium. Diese paarigen Strukturen wachsen zusammen, so von beiden Seiten, die fusionieren und mit ein wenig Zeit, Prächordalia fusionieren auch mit Paracordalia und so haben wir eine einheitliche Knorpelplatte, was Basalplatte heißt und darauf ruht das sich entwickelnde Gehirn während der Entwicklung. Die Grenze hier, wo Prächordalia und Paracordalia zusammenwachsen, ist etwa, wo wir später Sella Turcica Hypophysengrube haben. Hier haben wir diesen Treffpunkt von beiden Anteilen. Im Fall von Viszerokranium sollen wir zuerst über Fische sprechen. Diese Lebewesen haben eine interessante Gasaustauschmethode. Die haben Kiemenbogen und dort hängen sogenannte Kiemenblättchen, wo Gefäße zu finden sind.
und von Wasser können diese Lebewesen dann Sauerstoff aufnehmen. Im Fall von Menschen können wir auch ähnliche Strukturen erkennen wie diese Kiemen oder Kiemenbogen. Aber im Fall von Menschen, weil wir niemals mit Kiemen atmen, sprechen wir häufig lieber über Schlundbogen und nicht über Kiemenbogen. Solche paarige Strukturen haben wir während unserer Entwicklung. Und was hier zu erkennen ist, dass diese Kiemen oder Schlundbogen im Zentrum Knorpelspangen besitzen. Und dort haben wir Arterien und Nerven auch, in jedem Fall. Diese Strukturen haben wichtige Zusammenhang mit Viszerokraniumentwicklung. Wir haben Schlundbogen, die bis 6 nominiert sind. Von Schlundbogen 1 haben wir das Material, aus dem wir Mandibula haben und Incus, Mandibula, Malleus und Incus haben. Dann von zweiter Schlundbogen, was auch Hyoidbogen heißt, haben wir Stapes, was hier sichtbar ist, Processus styloideus, Ligamentum stylohyoideum und obere Teile von Os hyoideum, nämlich Cornum minus und obere Hälfte des Corpus ossis hyoidei. So wegen dieser Entwicklungsgeschichte kann man auch Os hyoideum im Zusammenhang mit Viszerokranium auch erwähnen. Von Schlundbogen Nummer 3, was hier zu sehen ist, haben wir den unteren Teil von Zungenbeinkörper und Cornum majus und von Schlundbogen 4 und 5 Schildknorpel und von Schlundbogen 6 Teile von Ringknorpel hier unten. Diese letzten Teile sind Strukturen von Larynx. So können wir entwicklungsgeschichtlich die Ähnlichkeit zwischen Menschen und Fischen erkennen, die mit Kiemen atmen. Wenn wir diese Knochen unterteilen, können wir auch über Desmokranium sprechen. Hier können wir Knochen und Knochenteile auflisten, die durch Desmalossifikation entstehen. Wir können diese Knochenteile hier sehen. Und im Fall von Chondrokranium können wir solche Schädelteile zusammenfassen, die durch chondrale Ossifikation entstehen. Diese sind hier zu sehen. Okay, sehen wir jetzt, welche Verbindungen wir zwischen Schädelknochen haben. An solchen Stellen, wo wir zwei benachbarten Knochen haben, haben wir ziemlich dünnes Bindegewebe, was Sutura oder Schädennaht heißt. Diese sind wichtig im Wachstum des Schädels und auch während der Geburt. Wegen dieser Nähte können Schädelknochen während der Geburt sich ein wenig überlappen und so durch Geburtskanal kann der Kopf des Neugeborenen optimal durchkommen. Wenn wir diese Nähte beobachten morphologisch, können wir drei Untertypen erkennen. Einige Nähte sind sägezahnartig angeordnet, wie diese hier. In diesem Fall sprechen wir über Sutura serrata. Solche Nähte können wir im Fall von Neurokranium typischerweise finden. Es gibt auch solche Nähte, wo schräg getroffene Flächen aneinander überlegen. In diesem Fall sprechen wir über Sutura squamosa. Zum Beispiel hier im Fall von Ostemporale haben wir solche Sutura squamosa zu finden. Und wenn wir ziemlich flache Knochenflächen haben, die zusammentreffen, dann sprechen wir über Sutura plana. Und solche haben wir im Fall von Viszerokranium, zum Beispiel hier vorne, wo wir Maxilla
oder Osnasale sehen. Wenn wir hier Schädel von oben beobachten, können wir auch einige Nähte erkennen, die wir anatomisch nennen. Sutura coronalis hier, Kranznaht, ist hier zu sehen zwischen Osfrontale und Ossa parietalia. Sutura sagittalis, Pfeilnaht, können wir hier zwischen den Ossa parietalia finden. Und von hinten sehen wir besser diese Verbindung zwischen Os occipitale und den beiden Ossa parietalia, so und so. Diese typische Form ist ähnlich wie Lambda im griechischen Alphabet. So, das hier hinten heißt Lambda Naht, Sutura Lambdoidea. Die sind die wichtigen Nähte von Neurokranium. Wo wir mehr als zwei Knochen haben, die sich zusammentreffen, sprechen wir über Fontanellen. Diese Fontanellen sind breitere Bindegewebslücken zwischen den Knochen. Wir haben vier davon zu erwähnen. Die wichtigsten sind hier oben im Bereich von Neurokranium zu finden. Hier vorne sehen wir eine viereckige, sogenannte Fonticulus anterior oder major zwischen Ossa frontalia und Ossa parietalia. Am Anfang, etwa im ersten zwei Lebensjahren, Ostfrontale ist noch paarig, aber diese Sutura frontalis verschwindet dann und im Fall von Erwachsenen können wir nur ein kleines Stück erkennen, vielleicht hier oberhalb von Osnasale bleibt etwas von Sutura frontalis, so deshalb sprechen wir über Osfrontale als ein unpaariger Knochen. Aber hier am Anfang, das ist noch paarig. Und hierhin haben wir zwei Ossa parietalia und zwischen diesen vier Knochen haben wir dann eine viereckige Bindegewebsplatte, Sutura, Entschuldigung, Fonticulus anterior zu sehen. Das bleibt etwa erhalten bis 24 oder 36 Monaten lang. Hierhin zwischen Os occipitale und Ossa parietalia haben wir eine kleinere dreieckige Fonticulus posterior oder minor zu sehen. Das verschwindet etwa nach sechs Monaten nach der Geburt. Und hier seitlich haben wir zwei kleinere Bindegewebsplatten. Oberhalb von Os sphenoidale haben wir Fonticulus sphenoidalis zu sehen und hier hinten unterhalb von Os parietale vor Os occipitale haben wir Fonticulus mastoideus zu sehen. Diesen beiden verschwinden bald nach der Geburt. Was für uns besonders interessant ist, Fonticulus anterior. So das bleibt etwa zwei, drei Jahre lang noch erhalten. Und durch diese Bindegewebsplatte kann man im Klinik einige Untersuchungen machen, zum Beispiel Ultraschallaufnahme machen oder die Position von Fonticulus major kann man untersuchen während der Geburt und so kann man Position des Kindes wissen im Geburtskanal. Nach der Geburt ist Fonticulus major auch wichtig. Wenn wir hier eine Vorwölbung finden, dann das bedeutet, dass wir erhöhte intrakranielles Druck haben, das kann sehr gefährlich sein, dann soll das Kind sofort zum Krankenhaus gebracht werden. Und wenn Fonticulus major ein wenig eingestülpt ist, dann das bedeutet, das Baby braucht etwas zu trinken, weil eine Dehydration zu finden ist. Wenn diese Schädelnähte vorzeitig fusionieren und verschwinden, dann können die Patienten unterschiedliche Schädelformen haben. Solche Schädelformen heißen Kraniosynostosis. Manchmal diese Symptome sind asymmetrisch, dann spricht man über Plagiozephalie. Und wenn diese Schädelformen symmetrisch sind, dann haben wir unterschiedliche Untergruppen, was wichtiger ist für uns, Scafocephalie und Oxycephalie, die wir hier und hier
sehen können. Also wenn wir sowas sehen, dann das bedeutet, dass diese Patienten haben einen gestörten Wachstumsprozess des Schädels. Im Fall von Skafocephalie verschwindet Sutura sagittalis Fallnaht frühzeitig. Deshalb kann Schädel hier nicht so quer wachsen. Nur hier im Fall von Sutura coronalis und Sutura lambdoida. Deshalb Schädel ist ziemlich länglich und nicht breit. Was kann man heutzutage dagegen machen, wenn man solche Kinder diagnostiziert? Dann durch Einschnitte der Haut kann man hier reingehen und Knochenteile entfernen. Und dann mit einem Helm kann man diese freien Knochenränder zusammenpassen und dann die wachsen zusammen. Im Fall von Oxycephalie oder Acrocephalie haben wir einen frühzeitigen Verschluss von Sutura coronalis, was hier vorne liegt. Und in diesem Fall Schädel wächst nach oben und dieser Schädel vorne ist ziemlich gespitzt. Wenn wir frühzeitige Synostose von mehreren Nähten haben, dann Kopf des Kindes ist ziemlich klein und hier sprechen wir dann über Mikrocephalie. Und wenn Kopf viel zu groß ist, wegen einer unoptimalen Zirkulation von Liquor cerebrospinalis, dann haben wir Hydrocephalie. Wir haben nicht nur Nähte zwischen den Schädelknochen, sondern manchmal Hyalinknorpel, so Synchondrosen. Einige sind ziemlich wichtig davon. Einige verschwinden normalfalls. Zum Beispiel Synchondrosis intersphenoidalis hier oder Synchondrosis sphenoccipitalis von hier verschwindet etwa im 18. Lebensjahr. Aber einige bleiben erhalten während dem ganzen Leben lang. Solche sind hier Synchondrosis sphenopetrosa und hier hinten Synchondrosis petrooccipitalis. Diese sind wichtige Isolationslinien vom Gehörorgan, weil wenn sie frühzeitig, wenn sie eigentlich verschwinden, dann durch Knochengewebe können Geräusche das Gehörorgan, was hier versteckt liegt, erreichen und dann diese Patienten leiden an kontinuierlichen, sehr starken Geräuschen. Und das ist sehr, sehr unangenehm. So diese zwei Synchondrosen hier vor und hinter von Osttemporale sind sehr wichtig. Im Fall von Neurokranium haben wir zwei große Unterteile zu erwähnen. Hier ganz oben können wir künstlich Schädeldach, so Calvaria, entfernen, was Gehirn von oben bedeckt. So dazu gehörten Ostfrontale und Ostaparietalia. Was ist hier wichtig? Hier ganz vorne können wir den luftgefüllten Raum innerhalb von Ostfrontal erkennen. Dieser Raum ist eine Nasennebenhöhle und heißt Sinus frontalis. Dann hier unten im unteren Aspekt können wir hier in der Mitte eine längliche Rinne erkennen. Das heißt Sulcus sinus sagittalis superior. Hier läuft eine sehr wichtige Vene des Kopfes, was das Blut des Gehirns zusammensammelt und weiterleitet. Und die Rinde dafür sehen wir hier median. Und wenn wir diese Schnittfläche von Calvaria beobachten, zum Beispiel im Fall von Ostaparietalia, dann können wir drei Teile unterscheiden. Ganz außen und innen, Knochengewebe ist sehr dicht gepackt. Hier sagen wir Lamina externa oder Lamina interna. Im Zentrum haben wir Löcher zu sehen. Die heißen Canalis diploici. Dort ist rotes Knochenmark zu finden und dort findet statt Blutbildung. Von dieser Diploe leiten dann spezielle Venen, Vene diploici, das Blut weg mit neu produzierten Zellelementen des Blutes. Und seitlich
von Sinus Sagittalis Superior haben wir einige Einstülpungen zu sehen. Diese heißen Foveolae Granulares. Die sind wichtig im Fall von Liquorzirkulation, weil durch Sinus Sagittalis Superior nehmen wir das Liquor Cerebrospinalis zurück. So erreicht das Liquor unseren venösen Kreislauf. Und wenn Liquorzirkulation verhindert ist, dann Hydrocephalie kann stattfinden. So, hier haben wir, wo wir diese Foveolae Granulares sehen, die Ausstülpungen von Arachnoidea mater, was eine von Hirnhäuten ist, eine zarte Hirnhaut. Und unterhalb davon im subarachnoidalen Raum haben wir Liquor cerebrospinalis zu finden. Durch diese Granulationis arachnoidalis können wir das Blut, Wassermoleküle wieder aufnehmen und dann hier im venösen Blut weiterleiten, von Schädel rausleiten. Deshalb sind diese Foveolae Granulares wichtig. Wenn wir Calvaria von oben beobachten, hier seitlich und hier vorne seitlich, können wir zwei Höckerchen erkennen, die sind tastbar unter der Haut. Diese Vorwölbungen heißen Tuberfrontale oder hierhin Tuberparietale und diese zeigen, wo am Anfang die Knochenbildung anfängt. Und noch was? Hier außen haben wir Periost, aber hier innen haben wir eine andere wichtige Hirnhaut zu finden, was Dura Mater Cranialis heißt. Diese Dura Mater übernimmt Periostfunktion hier an der inneren Fläche von Calvaria, so zwischen Knochen. Und Dura Mater haben wir innen zu sehen, wo die Äste aus der Arteria Meningea Media zu finden sind. Diese Arterie ist eine sehr wichtige Arterie des Kopfes und versorgt Dura Mater, große Teile von Dura Mater. Und wenn hier zu einer Schädigung kommt, im Fall von Os Parietale oder hier im Fall von Os Temporale, wenn solche Brüche vorkommen, dann einige Äste von Arteria Meningea Media können hier zerreißen und eine starke Blutung kann stattfinden, was epidurale Blutung heißt und was lebensbedrohend sein kann. Hier haben wir eine wichtige Schwachstelle des Schädels zu sehen. Hier haben wir Pars squamosa von Os temporale zu sehen. Squama steht für Schuppe, so dünn wie eine Fischschuppe ist hier der Teil. Hier manchmal ohne Knochenbrüche, nur wenn Knochen ein wenig schwingt, dann können einige arterielle Äste zerreißen und Epiduralblutung kann stattfinden. Nicht nur Calvaria, sondern Basisclani interna unterteilen wir auch als Unterteil von Neurocranium. Hier sehen wir Basiscrani von oben, so das ist hier Basiscrani interna und wir werden dann später auch Basiscrani externa erwähnen, wenn wir einige andere Bilder beobachten. So, Basiscrani interna sehen wir hier. Und interessanterweise, von vorne nach hinten, haben wir drei Etagen zu finden. Hier ganz vorne oben haben wir Fossa Crani anterior, dann Media und posterior hier hinten. Welche Knochen sind hier zu finden? Hier vorne im Fall von Scala anterior haben wir Os frontale zu sehen und Medianus etmoidale mit Lamina cribrosa. Und hier hinten Os sphenoidale mit Corpus und kleine Flügel, alle minores hier und hier. Im Fall von Scala media können wir wieder Os sphenoidale Corpus erwähnen und hier seitlich Os temporale mit Pars petrosa oder Pyramis. Hier innen haben wir Gehör- und Gleichgewichtsorgan auch versteckt. Und im Fall von Scala posterior größtenteils Os occipitale formt hier diese hintere Fläche. Okay. Wenn wir mittlere Schädelgrube beobachten, im Bereich von Os sphenoidale können wir
etwas Wichtiges erkennen. Hier liegt Sella Turcica, Türkensattel, was eine Grube, Hypophysengrube im Zentrum enthält. Hier hängt Hypophyse von Gehirn nach unten und weil Knochenteile davor und hinter davon so interessant geformt sind, wie im Fall von einem türkischen Sattel, deshalb spricht man über Sella Turcica. Wirfen wir einen Blick, wie Augenhöhle, wie Orbit aussieht und was hier wichtig ist. So, Augenhöhle gehört zum Viszerokranium. Die Öffnung heißt Aditus Orbitae und ist etwa viereckig. Und hier nach innen können wir uns eine Pyramide, eine vierseitige Pyramide uns vorstellen. Die Achse von Pyramide zeigt nach medial oben. Was uns jetzt wichtig ist, im Fall von medialer Orbitawand haben wir eine ziemlich dünne Knochenplatte zu sehen. Lamina orbitalis von os etmoidale oder Lamina papyracea. Der Knochenteil hier ist sehr, sehr dünn und bricht ziemlich einfach und das kann man Problemen verursachen. Hier können wir einige Aufnahmen davon sehen, wie dieser Bruch von medialer Orbitawand aussieht. Von außen kann man Blutungen erkennen und hier können wir sehen, dass Knochenteile, die so relativ vertikal stehen, fehlen, die sind hier auf dieser Seite gebrochen. Deshalb ist Lamina orbitalis oder Lamina papyracea wichtig. Und nach unten, Richtung Sinus maxillaris, eine Nasennebenhöhle, haben wir auch eine ziemlich dünne Knochenplatte, Facies orbitalis von Maxilla zu finden, so das formt Boden von Orbita. Hier können auch Frakturen ziemlich häufig vorkommen. Wenn Krafteinwirkungen von vorne Orbita erreichen, zum Beispiel ein Ball oder ein Faust, dann dieser Druck kann Augapfel nach unten pressen und so kann hier Boden von Orbita auch brechen. Und Augapfel kann nach unten verrutschen Richtung Sinus maxillaris. Sprechen wir jetzt einige Wörter über Nasenhöhle. Hier können wir einen Frontalschnitt des Schädels erkennen. Nasenhöhle ist hier in der Mitte zu sehen. Wir haben eine rechte und linke Nasenhöhle, die sind von einer medialen Scheidewand, Septum Nasi, getrennt. Oben haben wir Dach, hier unten Boden und laterale Wand zu sehen. Laterale Wand, wie wir hier sehen, ist ziemlich kompliziert aufgebaut. Was uns jetzt hier interessant ist, mediale Wand, diese median gestellte Septum Nasi Osseum. Hier haben wir zwei Knochen zu erwähnen. Hier oben Lamina perpendicularis von os etmoidale und unterhalb davon, wo mehr, können wir hier sehen. Warum ist das wichtig? Wenn Nasenscheidewand nicht so ganz vertikal geformt ist wie auf diesem Schema, sondern asymmetrisch, wo eine Nasenhöhle viel kleiner ist als der andere, dann das kann Probleme verursachen. Nicht nur kosmetische Probleme, sondern Entzündungen können häufig vorkommen, wo Nasenhöhle kleiner ist. Und das kann auch zu Rachenentzündung oder Nasennebelentzündungen führen. Im Fall von Nasenhöhlendach, hier haben wir einen Teil von os etmoidale zu erwähnen, was Lamina cribrosa heißt. Das haben wir auch von oben Richtung Fossa crania anterior gesehen. Diese Platte ist durchlöchert. Ziemlich viele Nerven treten hier durch. Die heißen Fila olfactoria und die formen dann Riechnerv und erreichen dann Bulbus olfactorius, was oberhalb davon liegt. Diese Platte ist wieder ziemlich dünn und
was kann hier schief gehen, wenn man hier einige Brüche hat, zum Beispiel während ein Kampf oder Motorradunfälle, Verkehrsunfälle oder sogar wenn hier ein Fremdkörper zu finden ist, zum Beispiel im Fall von Kleinkindern, das kann gefährlich sein, wenn sie etwas reinstecken zur Nasenhöhle. So, diese Platte kann man brechen. Und was passiert dann von Richtung oben, vom Fossa Crania Anterior, Liquor Cerebrospinalis kann nach unten fließen und so Liquor Austritt können wir erkennen. Oder was hier häufig vorkommt, ohne Bruch, durch diese Riechnerven, unterschiedliche Chemikalien, Drogen können dann Zentralnervensystem relativ schnell erreichen, weil hier haben wir keine Blut-Gehirn-Schranke. So einige Drogen können das Gehirn so erreichen durch Lamina cribrosa, durch Fila olfactoria. Wenn wir diese komplizierte laterale Nasenwand beobachten, dann können wir hier drei Nasenmuscheln erkennen. Conha nasalis superior, medius und inferior. Diesen beiden oberen Nasenmuscheln sind Teile von os etmoidale. Conha nasalis inferior ist ein selbstständiger Knochen. Die umfassen drei Gänge. Unterhalb von Conha nasalis superior haben wir meatus nasi superior, unterhalb von Conha media haben wir meatus nasi medius und unterhalb von Conha nasalis inferior haben wir meatus nasi inferior zu finden. Wichtige Strukturen münden hier. Darüber werde ich eine Abbildung sofort zeigen. Was noch wichtig ist, hier hinten haben wir die Ebene, wo wir die Grenze von Nasenhöhle nach hinten haben. Diese Struktur heißt Koana, so das ist hier Grenzbereich zwischen Nasenhöhle und Rachen hier. Was man hier noch betonen kann, hier neben Conha nasalis media haben wir eine halbmondförmige Öffnung, wo viele Nasennebenhöhlen münden. Diese Öffnung heißt Hiatus semilunaris, das sehen wir hier. Was sind diese Nasennebenhöhlen? Im Fall vom Viszerokranium haben wir schon über Ossa pneumatica gesprochen, die luftgefüllte Räume haben. Mit Alter, etwa am Ende von Pubertät, haben wir schon diese vollentwickelte luftgefüllte Räume im Fall vom Viszerokranium Knochen. So, wir haben eine sogenannte Sinus frontalis im Os frontale zu finden. Innerhalb von Os etmoidale haben wir zahlreiche kleine Räume, die zusammen Sinus etmoidalis oder Labyrinthus etmoidalis heißen. Innerhalb von Corpus ossi sphenoidalis, ganz hinten, hier haben wir Sinus sphenoidalis und im Oberkiefer haben wir auf beiden Seiten Sinus maxillaris zu finden. Diese enthalten Luft und die sind von Nasenschleimhaut ausgekleidet. Wo haben wir die Öffnungen von diesen Strukturen? Jetzt haben wir wieder eine solche Aufnahme, wo wir laterale Nasenwand vom Medial beobachten können. Aber in diesem Fall, die Nasenmuscheln sind schon entfernt. Hier sehen wir etwa Conha nasalis superior media und inferior hier. Unterhalb von Conha nasalis media haben wir mehrere Nasennebenhöhlenöffnungen. Sinus frontalis öffnet sich hier vorne durch Hiatus semilunaris. Dann vordere und mittlere Gruppen von Cellulae etmoidale. So können wir als Cellulae etmoidale auch die Siebbeinzellen zusammenfassen. Und hier hinten sehen wir die Öffnung von Sinus maxillaris. So, diese Nasennebenhöhlen leiten durch Hiatus seminalis, durch Hiatus semilunaris zur Meatus nasi medius. Unterhalb von Conha nasalis superior haben wir die Öffnungsstelle von Cellulae etmoidalis posteriores. So sehen wir ein Loch etwa. Und
Im Fall von Sinus Sphenoidalis, was hier zu sehen ist, haben wir hier einen Winkel zu sehen, was Rezessus Sphenoethmoidalis heißt, und zwischen Os Ethmoidale und Corpus Ossi Sphenoidalis zu finden ist, so etwa hier. Und wenn wir durch diesen Rezessus durchgehen, dann erreichen wir Meatus Nasi Communis, was dieser gemeinsame Nasengang ist, wo die Nasenmuscheln nicht Nasenhöhle umfassen, sondern ganz vom Boden ganz bis Dach ein einheitlicher Raum zu finden ist. So, das ist im Meatus Nasi Superior und dazu gehört Rezessus Sphenoethmoidalis. Diese Nasennebenhöhlen können ziemlich häufig Keime enthalten. So Entzündungen können stattfinden. Diese heißen Sinusitis, Nasennebenhöhlenentzündungen. Wir haben hier manchmal Entzündungen im Fall von Os Ethmoidale. Die können gefährlich sein, weil durch diese dünne Lamina Orbitalis von Os Ethmoidale können die Krankheitserreger auch Augenhöhle erreichen und dort auch Probleme verursachen. Im Fall von Sinus Maxillaris haben wir manchmal auch Entzündungen. Sinus Maxillaris ist wichtig, weil dies die geräumteste Nasennebenhöhle und der Boden liegt ziemlich tief unter dem Niveau von Nasenhöhle. Und gleichzeitig oberhalb von zweiten Prämolar und ersten Molarzahn, hier ganz tief. Und Öffnungsstelle hier, wo wir Hiatus Semilunaris haben, ist ziemlich hoch oben positioniert. So man kann das ziemlich schwierig putzen, aber wenn man Kopf nach vorne beugt, so kann man von hier auch Eiter entfernen. Hier hinten im Rachenwand, in der Rachenwand haben wir eine Tonsilla zu finden. Diese Tonsilla heißt Tonsilla pharyngea. Hier haben wir häufig auch Entzündungen und ein Schleimhaut kann sich verdicken. Dieser sogenannte Adenoid, diese Entzündung hier, kann Nasenatmung blockieren, sodass Luft kann nicht durch Nasenhöhlen und durch Corona nach unten strömen und differen Teile von Atmungstrakt erreichen. So diese Kinder, die darunter leiden, können nicht ruhig schlafen, halten den Mund immer offen und deshalb können auch die Zähne Probleme haben, wenn eine solche Adenoid vorkommt. In diesem Fall soll man manchmal diese vergrößerte Rachenmandel entfernen und so diesen Problem lösen. Wenn wir Schädel von unten beobachten, so Basiskrani externa beobachten, hier können wir harte Gaumen erkennen. Hier können wir zwei Prozesse von den beiden Maxillae erkennen, Prozessus palatinus maxillae, hier hinten, Lamina horizontalis ossis palatini, hier und hier. Diese paarige Knochenteile formen harte Gaumen. Was noch wichtig ist, zwischen den Teilen haben wir ein kreuzförmige Naht zu sehen. Hier median haben wir Sutura palatina mediana zu sehen und so quer Sutura palatina transversa zwischen Maxilla und Os palatinum. Und was noch wichtig ist, hier diese Öffnung foramen incisivum hinter von Schneidezähne. Hier haben wir eine Verbindung zwischen Nasenhöhle und Mundhöhle. Arterien und Nerven kommen hier nach unten und versorgen hier Schleimhaut von harten Gaumen. Was hier interessant ist, manchmal haben wir Spalten in diesem Bereich. Im schwierigsten Fall auch die Lippen, auch Gaumen und auch weiche Gaumen ist hier getroffen. Manchmal nur hier vorne Lippen und Oberkiefer sind betroffen und Spalten haben wir dann zwischen den unterschiedlichen Teilen von Gaumen. Was ich hier betonen wollte, ist diese Spalte median hier zwischen den
Alveola zwischen den Gaumen fortsetze. Und das heißt Gaumenspalte oder Palatuschiasis hier. Das kommt ziemlich häufig vor und ist eine häufige Missbildung von Schädelentwicklung. Und jetzt sind wir fertig. Danke für die Aufmerksamkeit und schönen Tag noch.